Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Snickler Skill und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Axie Infinity. Heute soll es mal darum gehen, welche sind denn eigentlich die besten Tanks? Ich habe ja vor 3 Monaten schon mal ein Starter-Tank-Video gemacht, also welchen Tank man sich am besten kaufen soll. Seitdem hat sich ein bisschen was verändert in der Meta, seitdem habe ich mich weiterentwickelt, seitdem habe ich neue Tanks ausprobiert und deswegen dachte ich einfach mal, machen wir mal ein Update-Video und gucken wir uns heute mal an, was es denn so für coole Tanks gibt. Und da habe ich mir 8 Stück rausgesucht und Spoiler schon mal, der letzte ist ein richtiger Banger, also viel Spaß beim Video. Die ersten beiden Tanks, die wir uns angucken, sind relativ basic und die wollen wir einfach mal nur miteinander vergleichen. Den ersten, den wir hier haben, das ist der absolute Standard-Tank, den ich damals auch vorgestellt habe. Wir haben hier Pumpkin als Rückenteil mit Maximalverteidigung, Ceres als Mund zur Energieklauen, Cactus mit 110 Damage, die stärkste Plant-Attacke mit dem Effekt, dass wenn wir das langsamste Axie in der Runde sind, dass wir dann extra Damage machen und die Carrot hinten mit 70 Angriff, 40 Verteidigung und dass, wenn unser Schild zerbrochen wird, wir eine Energie dazu bekommen. Denn der Tank hat ja die Hauptaufgabe, relativ lange auszuhalten, Damage aufzusaugen vom Gegner und gleichzeitig Energie zu generieren. Also das ist wirklich, Energy ist das Wichtigste eigentlich an dem Tank und natürlich auch gleichzeitig noch ein bisschen Damage auszuführen, je nachdem, was man für eine Strategie verfolgt. Sehr, sehr wichtig beim Tank ist, maximales Leben wollen wir rausholen. Das bedeutet, möglichst viele Pflanzenkarten, damit wir dann auch möglichst langsam sind, besonders hier bei dem Cactus-Tank, denn wir wollen ja den extra Effekt haben vom Kaktus, dass wir das langsamste Axie in der Runde sind. Und deswegen achtet darauf, 61 Leben bei diesem Build zumindest und 31 Speed, also möglichst langsam sein. Und wir wollen den jetzt mal direkt vergleichen mit dem Hotbutt-Tank. Hier haben wir jetzt zwei andere Karten. Hier haben wir einmal Hotbutt als Schwanz. Ist die 90 Attackkarte, 50 Schild, also auch noch mehr Schild, mehr Verteidigung. Und der Effekt, dass in der nächsten Runde das angegriffene Axie von unserem Gegner seine Mundkarte nicht verwerten kann. Jetzt ist hier immer die ewige Diskussion: Hotbutt oder Carrot? Hotbutt oder Carrot? Meine Meinung ist, dass Hotbutt doch ein bisschen besser ist. Und das hat damit zu tun, dass der Effekt von Hotbutt immer stattfindet. Der ist wirklich nur von uns abhängig. Wenn die Karte gespielt wird, findet der Effekt statt. Bei Carrot jetzt wiederum ist der Effekt abhängig vom Gegner. Nur wenn der Gegner unser Schild zerstört, bekommen wir eine Energie dazu. Und sonst ist es eigentlich unnütz. Und gerade dadurch, dass Hotbutt jetzt auch wirklich noch 20 mehr Angriff hat und 10 mehr Schild, ist meiner Meinung nach Hotbutt wirklich ein bisschen besser. Aber wenn man natürlich jetzt ein Team spielt, wo man wirklich nur beim Tank vorne Energie generieren kann, also der Midliner hat keine Energie und auch der Backliner nicht, dann muss man sich halt ein bisschen abwägen, dann vielleicht doch eher auf die Carrot gehen, um da halt das extra Energie zu holen. Ist immer eine schwierige Entscheidung, kommt wirklich aufs Team drauf an. Genau. Aber meiner Meinung nach Hotbutt immer so ein bisschen besser. Und jetzt genau die gleiche Diskussion: Cactus oder Beach? Beach hat 105 Attacke und Cactus 110. Ist ja schon mal ein bisschen mehr. 20 Schild bei Cactus, 40 Schild aber bei Beach. Muss man wieder gucken. Und der Effekt bei Beach ist halt, dass, wenn unser Schild zerbrochen ist, genauso wie bei der Carrot, machen wir extra Damage. Und bei Cactus ist der Effekt, dass, wenn wir das langsamste Axie sind. Meiner Meinung nach beide sehr, sehr gut. Nimmt sich nicht viel. Wenn ich wem was empfehlen würde, würde ich sagen, guckt euch beide an auf dem Marketplace und nimmt dann das günstigere. Beide Effekte super, aber ja, hat halt 5 weniger Angriff, aber dafür halt einfach doppelt so viel Schild. Also, und wir wollen ja eigentlich beim Tank, dass er relativ lange aushält. Aber gut, gucken wir uns die nächsten Axis an. Bevor es noch so richtig spannend wird, haben wir hier jetzt wieder einen Standard durchgehend Plant-Tank. Wir sehen, alle Körperteile sind Pflanze, dadurch auch wieder 61 Leben, 31 Speed für den Cactus-Effekt wieder. Und wir haben hier jetzt als Schwanzteil Yam. Also diesen Tank, das ist der Standard-Poison-Tank. Super nicer Tank, habe ich auch mehrmals bei meinen Scholars. Und ja, wenn wir angegriffen werden, wird der Gegner vergiftet. Und am Ende der Runde greifen wir ja auch mit diesem Axie dann an und vergiften dann nochmal den Gegner. Also, wenn ihr ein Poison-Team habt, holt euch auf jeden Fall diesen Tank. Man kann dann hier noch so ein bisschen variieren. Man könnte sich als Rückenteil Shiitake holen.
diese Pilze zum Heilen oder man könnte als Mund auch Zigzag nehmen, aber ich bin dann doch immer mehr der Freund für Mund. Eigentlich ist Sirius wie das Amen in der Kirche bei einem Tank. Also Sirius muss einfach sein bei einem Tank. Außer man fährt natürlich wieder eine ganz andere Strategie oder man hat es als Backliner, aber da kommen wir später zu. Lieber Dabuda, ich möchte einen Leafbug-Tank, aber ich kann keine 61 Leben drauf haben. Yo, das hat halt damit zu tun. Leafbug ist hier dieses Horn. Das ist eine rote Karte, also eine Käferkarte. Und eine Käferkarte bringt als Stat einfach nicht so viel Leben mit. Das heißt, wenn ihr euch so einen Leafbug-Tank holt, den man ja oft auch braucht, zum Beispiel in einem Terminator-Cute-Bunny-Team oder allgemein in einem Cute-Bunny-Team, oder in einem Garrosh-Worm-Team, also in einem Poison-Team mit Garrosh-Worm, da braucht ihr unbedingt vorne auf dem Tank dieses Horn Leafbug. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass ihr ja in einer Chain manchmal spielen wollt. Das heißt, ihr wollt rote Karten miteinander kombinieren unterhalb eurer Axis. Und da braucht ihr auf dem Tank auf jeden Fall eine Zero-Energy-Karte, die rot ist. Und die hat ja auch noch diesen genialen Effekt, dass wenn man die kombiniert mit einer anderen Pflanzenkarte, man eine kostenlose Energie dazu bekommt. Das heißt, Zero-Energy, man verwertet keine Energie. Man kriegt 20 Attacke, 20 Schild und kriegt dann sogar noch eine Energie dazu, wenn man sie mit einer der anderen drei Karten kombiniert. Also genau in dem Bild, so eins meiner Lieblingstanks, hat aber auch damit zu tun, dass ich halt viele Cute Bunny Teams spiele oder auch Garrosh Worm Teams spiele und man dann auf jeden Fall vorne so eine rote Karte braucht. Und sonst genau das Maximale, was man hier an Leben rausholen kann, ist nun mal jetzt 59. Der Speed ist jetzt hier nicht mehr so wichtig, weil wir ja den Kaktus nicht mehr als Horn haben. Aber ich würde trotzdem empfehlen, es nicht so zu machen wie ich hier, sondern hier einen 31er Speed zu holen. Das ist auf jeden Fall möglich. Der hier hat jetzt nicht 31 Speed, weil er nämlich Augen eines Reptiles hat. Und Reptile-Augen geben auch Leben, aber machen auch schneller. Und von daher wollte ich das einmal zeigen. Holt euch hier bitte einen mit 31 Speed, denn ihr wollt ja trotzdem versuchen, dass wenn euer Gegner Cactus hat, dass ihr vielleicht trotzdem das langsamste Axie in der Runde seid und er seinen Effekt nicht bekommt. Also nur weil ihr den Cactus nicht habt, wollt ihr trotzdem langsam sein, damit euer Gegner den Effekt nicht bekommt. Und sonst, genau, das ist ein super, super Tank für so ein Cute Bunny Team oder auch ein Terminator Team. Als nächstes gucken wir uns mal einen Tank an, den ihr zum Beispiel in einem Beast-Bird-Team spielen könntet. Denn eine große Gefahr für euch, wenn ihr in einem Beast-Bird-Team spielt, ist natürlich auch ein anderer Bird. Denn dieser Bird kann euren Bird sehr, sehr schnell töten. Und wenn euer Bird in der Beast-Bird-Meta weg ist, dann kann man eigentlich nur noch beten. Und deswegen einen Tank wählen, der sehr effektiv gegen andere Birds ist. Was haben wir hier ausgetauscht? Wir haben natürlich wieder Sirius als Mundteil, das Arm wie in der Küche, hinten Hotbutt für möglichst viel Damage und Beach vorne auch für möglichst viel Damage. Und dann Turnip als Rückenteil. 60 Angriff, 80 Schild, also auch wirklich viel Schild. Und der Effekt, jetzt wird spannend, dass wenn wir es mit zwei weiteren Karten kombinieren, dass dann ein Bird priorisiert wird. Das bedeutet, dass unser Tank dann einen Bird angreift. Wenn wir uns jetzt mal wieder das Axi-Dreieck vorstellen, wir wissen, Plants sind oben und die sind sehr effektiv gegen unten rechts, gegen die Birds. Das bedeutet, wir können mit unserem Plant dann den Bird mit einer großen Combo auf jeden Fall töten. Wir würden spielen Turnip, Beach, Hotbutt und wenn wir die Karten so zur Verfügung haben, dann ist der Bird auf jeden Fall tot. Da kann er nichts machen und dann ist das gegnerische Team wirklich aufgeflogen, weil dann hat er nur noch sein Beast übrig und seinen Tank vorne und dann kannst du nichts machen. Das heißt, dieser Build sehr, sehr genial gegen andere Bird-Teams. Und dann hat man auch keine Sorge mehr, dass der gegnerische Bird zum Beispiel unseren Bird als schnellstes Target mit Little Owl zum Beispiel priorisieren kann. Und deswegen, wenn ihr eine Beast-Bird-Team spielt, dann holt euch so einen Tank. Wirklich super gut. Achtet da dann auch einfach wieder auf das maximale Leben natürlich und die 31 Speed. Hier jetzt ein neues Axi mit einem weiteren anderen Rückenteil. Hier haben wir jetzt Watering Can. Watering Can hat 80 Verteidigung, 45 Angriff und den Effekt, dass wenn wir von einem Fisch angegriffen werden, wir eine Energie dazu bekommen. Also von einer Fischattacke. Es kann natürlich auch ein Biest sein mit einem Fischrückenteil, wie zum Beispiel Goldfisch. Und wenn das uns angreift, dann kriegen wir auch eine Energie dazu. Und genau so ein Tank ist natürlich gerade in der Aqua-Plant-Meta sehr, sehr beliebt. Und weil es so viele Fische einfach da draußen gibt. Und
fast jedes Team mindestens eigentlich einen Fisch hat, kann man fast so sagen. Natürlich nicht jedes Team, aber wirklich sehr, sehr viele. Ihr wisst es vielleicht bereits selber. Und da ist natürlich so ein Tank vorne als Energy Tank richtig attraktiv. Denn ja, da kann man einfach wahnsinnig viel Energie mit bekommen. Und dann einfach wieder aufs Leben achten, 61 Leben und den Speed. Hier haben wir jetzt mal den Schwanz ausgewechselt, denn es gibt auch noch einen sehr interessanten Zero-Energy-Karte, Schwanz von der Klasse Pflanze. Und genau, das heißt Cattail, da haben wir 20 Angriff, 30 Verteidigung und den Vorteil, dass wenn wir von einem Beast, einem Bug oder einem Mech angegriffen werden, die ja alle drei sehr effektiv sind gegen die Plant-Klasse, dass wir dann eine Karte dazu ziehen. Karten ziehen ist für den einen oder anderen vielleicht noch nicht so wichtig geworden, aber manchmal, besonders gegen Endgame, hat man dann in vielen Teams auch viel Energie übrig und will dann natürlich Karten ziehen. Das kommt dann wieder aufs Team drauf an, ob man sonst viel Energy Gain hat. Ich selber muss sagen, ich habe so einen Tank nicht. Ich besitze keinen Tank mit Cattail, weil ich es einfach in meinen Teams noch nicht gebraucht habe. Aber ich habe jetzt immer wieder öfters die Fragen bekommen, auch bei uns im Discord. Cattail, warum den nicht mal auf dem Tank benutzen? Zero Energy Karte, sehr interessant. Habe ich selber noch nicht benutzt, aber wollte ich hier wenigstens einmal angesprochen haben. Meine lieben Freunde des Gesangsvereins, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir gucken uns den versprochenen Banger an. Dieses Plant Axi wird oft als Backliner gespielt, also wirklich als Last Stand. Und das besonders wegen halt dieser Kombination zwischen Bidens und Zigzag. Bidens haben wir jetzt wieder eine Zero Energy Karte, auch der Pflanzenklasse. Wir haben hier wieder 61 Leben, 32 Speed, ein bisschen zu schnell, ne? Wieder auf 31 runtergehen. Aber Bidens gibt uns 50 Schild und das kostenlos und wir kriegen alle unsere Debuffs weg. Also wenn wir vergiftet sind, wenn wir langsam gemacht wurden, wenn wir schwächer gemacht wurden, im Allgemeinen, wenn wir irgendeinen Debuff haben, ist der einfach sofort weg. Und das für Zero Energy, gerade als Backliner, die zieht man dann wirklich, wenn man nur noch den hat, alleine übrig. Am Ende zieht man diese Karte fast eigentlich jedes Mal. Man zieht ja pro Runde 3 Karten nach und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man die Karte immer wieder zieht. Und das dann als kostenloses Schild, mega, mega geil. Besonders zusammen in der Kombination mit Zigzag. Zigzag heilt uns selber mit dem Damage, den wir dem gegnerischen Axi ausführen. Und wir haben 60 Angriff und 60 Verteidigung. Das heißt, ziehen wir zum Beispiel 3 neue Karten, Zero Energy Karte, könnten wir Bidens, Zigzag spielen, würden uns 120 mindestens heilen, hätten 170 Schild, also super, super starke Verteidigung. Oder Cactus noch dazu, ne, um dann wieder Damage auszuführen. Oder halt Hotbutt, um auch wieder Damage auszuführen. Das bedeutet, wir haben viel Verteidigung am Ende, wir können uns heilen und wir können noch Damage ausführen. Super, super starkes Axi. Hab öfters in letzter Zeit als Backliner dagegen gespielt, besonders oben ab 2200 MMR und nach oben, da ist das sehr, sehr häufig wieder häufig anzutreffen. Ist vom Preis jetzt hier auch fast wirklich doppelt so teuer wie ein normaler Tank, aber super geiles Axi. Also macht bestimmt auch Spaß. Ich werde mal gucken, die Tage, ich habe es mir auf jeden Fall abgespeichert in meine Favoritenliste, die ich dann morgens immer, wenn ich aufwache, durchgehe und gucke, ob irgendwelche Schnapper neu dabei sind. Ja, so einen werde ich mir demnächst auf jeden Fall mal holen und dann auch ein Team drumherum bauen und dann wahrscheinlich auch mal ein Video zu machen. Und ja, da sind wir am Ende des Videos angekommen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Ich versuche, jede Frage zu beantworten. Manchmal, wenn ihr noch einen Kommentar noch mal darunter schreibt, unter eure Frage, dann kriege ich das meistens nicht mit, wenn ich schon einmal darauf geantwortet habe. Deswegen am besten dann vielleicht nochmal ein neues schreiben. Das kriege ich immer mit. Ich weiß nicht, was mit YouTube los ist, aber die Kommentare unter Kommentare, die teilen sie mir einfach nicht mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, save the planet!